Are you ready? Are you ready, motherfucker? I am ready. Eins und yo! Warte, ich muss da mal meinen Facebook-Ton ausmachen. Ja, mach mal den Facebook-Ton aus. Yo, liebe Freunde, willkommen bei den Game News. Heute haben wir folgende Themen für euch. Los Santos ist aus dem Häuschen, genauso wie wir, denn die Heists sind endlich online. Ja, Banküberfälle, das klingt doch gut. Und wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie StarCraft vielleicht als Ego-Shooter aussieht, das werden wir euch heute zeigen. StarCraft 2, das berühmte Echtzeitstrategiespiel von Blizzard, bekommt jetzt einen Mod, der alles verändern könnte. Unter dem Namen Psionic Warfare Fatal Destruction verbirgt sich ein Third-Person-Shooter in StarCraft-Setting. Wow! Findige Modder haben da jetzt etwas Spielbares zusammengebastelt, was echt geil aussieht. Und das Coolste ist, es ist total kostenlos! Das ist der absolute Wahnsinn! Das ist der absolute Hammer! Insgesamt 5 verschiedene Charaktere, 4 verschiedene Spielmodi und bisher 4 verschiedene Maps können gespielt werden. Alles, was ihr dafür braucht, sind 2 Dinge. Einmal die Grundversion von StarCraft 2, die mittlerweile echt günstig zu bekommen ist, und einen mega leistungsfähigen PC. Denn auch wenn die Programmierer da echte Arbeit geleistet haben, an Systemvoraussetzungen zu sparen, daran hat wohl niemand gedacht. Schade. Ja, mit deinem Commodore 486 wird das nichts mehr. Nee, mit Windows 93 kann ich das vergessen. 93 wollen. Und wenn jetzt auch dein Interesse geweckt ist, unten in der Videobeschreibung gibt es den Download-Link zu diesem geilen Mod. GTA, seit letzter Woche Dienstag sind die lang ersehnten Heists endlich draußen. Oh Junge, ich hab jetzt echt Bock zu zocken, Alter. Gib mir doch Money! Oh mein Gott! Gib mir doch Money! Gib mir doch Money! Gib mir doch Money! Endlich können wir jetzt mit unseren Freunden und der Crew Banküberfälle planen, Gefängnisausbrüche veranstalten. Zwar gab es am Anfang einige Startschwierigkeiten, die wurden aber jetzt mit Hilfe eines Updates stabilisiert. Ihr hattet wahrscheinlich dieselben Probleme wie wir am Anfang, dass die Server einfach überlastet waren und niemand online kam. Und wenn mal einer es geschafft hat, kam es vor, dass wenn ihr in der Vorbereitung mit Lester wart, das Spiel sich einfach mal aufgehangen hat und nichts mehr ging. Jetzt, nach dem Update, wurde alles stabilisiert und ihr könnt in Ruhe diese hammergeilen Missionen durchführen, indem jeder Spieler eine Rolle übernimmt. Ihr müsst euch Taktiken ausdenken, eine Strategie, und ihr müsst auch echt hammerharte Vorbereitungen treffen. Und das sorgt für megamäßigen Spielspaß. Ihr seht schon, Makatze ist voll dabei. Der ist so drinne. Auf jeden Fall. Ich hab den seit letztem Dienstag gar nicht mehr gesehen eigentlich. Also ich muss sagen, ich bin wirklich echt hart gerade mit meiner Crew am Suchten. Dieses Update hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich kann nur sagen, das Teil ist echt genial geworden. Hashtag fucklife, Hashtag gangster. Hashtag Chaos in Los Santos, niggas. Bei uns in der Community ist auch eine große, große Bandbreite an GTA-Süchtlingen dabei. Und schreibt uns mal in die Kommentare, was ihr von dem Update, von diesem lang ersehnten Update haltet. Und ob ihr auch gerade so hart am Suchten seid wie ich. So, liebe Freunde, das war's wieder mit den Game News von heute. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen da, oder? Ein Abo. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Donnerstag wieder mit wunderbaren Themen in den Game News. Bis dahin, euer Buddy. Und Marke Katzo Blatt. Gib mir doch Money! Was?